So, hallo meine Zuschauer. Ich habe Zuschauer. Also, ich werde heute jemanden besuchen, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Also wollen wir mal festhalten oder wollen wir mal Musik leise machen? So, ja, da fahre ich jetzt mal hin. Mal sehen, was er sagt. Ich überrasche ihn einfach mal, dass ich heute ihn besuche. So, ich bin angekommen, jetzt muss ich erstmal das Zeug hier zusammenholen. Ich bin jetzt ganz leise, hat mich schon gehört. Achtung, gleich die Tür auf. Also, ich bin jetzt hier in der Küche von diesem Bekannten und der will mich zum Saufen überreden. Du löst ihn. So, ich laufe dann hin, wenn ich betrunken bin. Und wenn ich wirklich betrunken bin, dann seht ihr das. Und ich will gar nicht wissen, ob ich das sehen will. Also, und ihr wollt das scheinbar auch nicht sehen, wenn ich betrunken bin. Hä? Ja? Warte mal. Was? Wir werden ins Nitro Circus reinziehen. Jawohl. Johnny Knoxville sagt dir doch was, oder? Johnny Knoxville ist cool. Der ist Executive Producer. Toll, dann will ich sehen. Ich will nicht produzieren. Willst du jetzt wirklich 12 Folgen à 20 Minuten reinziehen? Können wir gerne machen. Der erste Staffel am Start. Ich denke, den sieht man nicht. Der macht er nicht, hin und wieder mal. Was ist denn das, Trickfilm, oder? Nein, echt? Das verrate ich dir nicht. Ach, das ist echt? Ist das echt? Das ist sowas von echt. Kennt ihr das? Ich hab das schon davon gehört, ich nicht. Das ist sowas von echt. Also jeder, der was auf sich hält, kennt Nitro Circus, also bitte. Wer hat das so falsch ausgesprochen? Aber gut, ich kann es nicht verstehen, weil ich scheiße in Englisch bin. Na, wir hören uns. Tschüss. Ich gebe mal den Zwischenbericht ab. Ich gucke gerade hier diese verrückte, geile... Nitro Circus. Nein. Nitro Circus. Nitro Circus. Nitro Circus. Jetzt fehlt sich was auf Nitro Circus. Guckt euch an, das ist einfach nur geil. Johnny Knoxville hat das produziert und jeder, der Johnny Knoxville gut findet, findet auch diese Sendung gut. Es ist einfach nur geil. Das war mein Zwischenbericht. Ich habe schon ein bisschen rum hier, Intus, und mal sehen, wie das noch später weiter ausschaut hier. Bis später. Müsst ihr aufpassen, ja? Hier gibt es so kranke. Oh. Warte. Also, müsst aufpassen, hier gibt es kranke Schweine, ja? Guckt euch das mal an hier. Seht ihr das da? Hä, was? Seht ihr das? Ne, warte mal, das ist mein Glas. So. Nein, nix krank. Es geht mir bloß um diesen Drecksmarder, der mir sämtliche Schläuche zerbeißen will. Nein, da habe ich ein Problem mit. Ja, find ich, das find geht ich, so nicht. Finde ich auch, da sollte man dagegen sein. Da sollte man echt sagen. Er könnte ja zumindest klingeln und fragen, ja? Diese Drecksarbeit, die machen wir jetzt fertig. Wenn die nochmal vorbeikommt hier, dann ballern wir ab, das Vieh. Das ballern wir ab. Ich bin echt tierlieb. Ich bin echt tierlieb. Aber sowas beim Auto hört's auf. Ey Rob, Alter, willst du zuschießen? Wollt ihr sehen, wie wir so ein... Ihr wollt das sehen, ne? Will ich das Vieh platt machen? Leute, ich habe schon zwei davon erwischt und nein, wollt ihr nicht sehen. War es eklig oder was? Nein, auf jeden Fall rennt jetzt hier zwei bunte Marder rum. Da eine rote, der andere grün. warte mal, du beschießt die mit Paintball. Paintball. Ja, genau, was sonst? Jetzt ist das schon wieder lustig. Ey, ich schieß doch nicht das Viehzeug um. Vergiss es. Die werden markiert. Morgen auf der Straße, wenn du siehst, ein rotes Vieh, weißt du, ja, das Vieh war in meinem Auto. Ja, freilich. Wobei, die Idee ist zwar gut, aber naja, wenn man nicht richtig zielen kann, also letztens, naja, war nicht so gut, da war meine Hinterscheibe grün. Scheiße, die Farbe ist eigentlich so eine Kartusche drin, also ein... Warte, komm her. Ah, ey, hör auf, ey. Diese kranke Sau. Da hast du so kleine Farbflecken dann oder was? Nein, klein sind die nicht. Hast du jetzt gerade mit Farben. Was hast du mich gerade beschossen? Was war denn das? Das war Hartblaste, Leuchtmunition. Danke. Liebe Freunde hier, ich werde verfolgt. Gibt es eine richtig kranke Sau. Der schießt nämlich auf bewegende Menschen. Und da ich der Einzige hier bin. Ja. Guckt euch das an. Einzel. Und ich kann noch nicht mehr. Voll automatisch. Und. Ja, das Magazin ist leer und ja, ich ja, bin ja, böse. Ja, was auf mich ja, abgeschossen hat, was auf mich abgeschossen hat, ja. Also ich finde das nicht mehr, irgendwann finde ich das nicht mehr witzig. Irgendwann geht es auch mit mir
Nicht mehr weiter. Hey Leute! Scheinbar soll ich noch ein bisschen Alkohol trinken. Oh. Downhill. Wer Bock hat, meldet sich. Downhill? Und Bock dann, also mit zum Berg runterzufahren. Ja. Mit Fahrrad. Ja. Klingt jetzt abwertend. Gegen Baum und so. Aber es geht um Mountainbikes. Ja, ist mein Ding. Das ist ein Ding. Glaubt man jetzt nicht, dass das, ich weiß jetzt nicht, wo da drauf kommt, ob das hier jemand hier... Ein bisschen Werbung machen, Alter. Ich habe keinen Bock hier ständig alleine zu fahren. Ja. Also ich denke mal, er wird dann später sich auch einen richtig geilen Kanal, werden wir bei YouTube einrichten, wo dann eine richtig geile Biker-Videos, da kriegst du jetzt so richtig schön so... Ja, kaputte Knochen und so, ja. Kaputte Knochen und so, genau. Das wollt ihr sehen. Deswegen schaltet ihr kranken Schweine doch, schenkt es ein und so. Ne? Oh, aufpassen. Ja, okay. Wir melden uns zurück vom Schießstand. Bis dann. Ich sage keine Orte. In Vidox gibt es bei mir keine Namen und keine Orte. Es gibt keine Namen und keine Orte. Was? Warum lacht denn da? Deswegen kann auch keiner nachvollziehen, wo ich dich umgeliedet habe und wo. Ja, aber wenn das Vlog online ist, heißt das, dass ich noch lebe. Ja, es könnte aber auch dein letztes sein. Mein letztes Vlog. Ich bin noch nicht der Traumagott, der mal sein letztes Vlog macht. Ich könnte dich hier mit meinem Badmintonschläger niederknüppeln. Wenn du einen Apo Badmintonschläger sparen, Baseballschläger. Was, Baseballschläger? Ja. Hab ich gehen. Hm. Hey, du hast doch hier eine Funzel, leuchte mal kurz. Ich hab keinen Funzel, ich hab Nachtsicht. Ich weiß nicht, wo der Schlüssel dazu ist. Ja, mein ist oh, geht oh, nicht. Oh, scheiße. Da ist es. Ja. Au, fuck. Scheiße, ey, das ist eine Scheißkante. 140 mm Federweg. Du hast da so eine Scheibenbremse vorne. Freilich. Federweg, ey. Liebe Leute, ich sag's euch nicht, aber ich bin noch so einer von der Sorte, die haben nicht mal eine Federgabel. Weil es zu der Zeit das einfach nicht gab, ne? Aufs Maul? Ich hab sowas nicht, das tut mir leid. Das gab's zu der Zeit nicht, es gab keine Federgabel. Stell dich mal da drüben hin. Guck und staune. Die Feder rein, ne? Ja, ich hab's auch schon geschafft, dass ich auf Anschlag war. Oh, scheiße, ich hier. Oh, Spinnenbeben, ey. Ey, Leute, ey, das ist echt, ja. Ich trinke jetzt noch was. Prost. Weil sonst kriege ich das ja nicht überlebt. Hör auf mit deinem Schauspiel. Und außerdem spreche ich nicht in meine Kamera, ja? Ich spreche mit euch, Leute, ja? Weil ich euch alles interessiert, was ich hier zu sagen habe. Was noch wichtiger ist, wo ist mein Glas? Wo ist ein Glas? Liebe Freunde, der rumschlägt an. Ich bin hier zu Schöwerer übergelaufen. Der Arm eskaliert. Ich glaube, es wird heute sehr schlimm. Da rum ist noch sowas da. Ich habe mich heute ziemlich abgeschossen. War ein lustiger Abend. Ich habe mich sehr gefreut, wieder einen alten Bekannten getroffen zu haben. Und es ist jetzt irgendwie gegen 3 oder so. Und wir wollen jetzt ins Bett. Ich werde jetzt nach Hause laufen. Ja, und dann werde ich das jetzt tun. So, ich bin jetzt hier noch auf dem Nachhauseweg. Ne? Das ist hier alles, also hier wird man nicht vergewaltigt wie in Berlin oder so. Ne? Ja. Das kennt man nicht aus der großen, großen Stadt. Wo ist denn die Stadt? Wir sind in Leipzig. Wir sind in Leipzig. Laternen haben wir. Laternen haben wir unglaublich viel. Ne? Und es ist noch nachts an. Ja. Nee, es gibt Dörfer, die schalten die ab. Der Rum hat übrigens aber nicht schlecht. Ich bin auf dem Bahnhof von Knautheim angekommen. Ich zeig's euch mal kurz. Ich sehe einen Menschen nach vorne laufen. Achtung, Menschen, die so laufen. Wenn man so sieht, sind unbetrunken. Angekommen. Tag 4. So viel ist am Tag los. Also auch nicht viel mehr. So, da werde ich jetzt mal mein Auto holen. Und mal sehen, ob das noch da ist.
Und ich muss sagen, es ist ganz schön heiß für diese Jahreszeit. Ich bin jetzt ein bisschen spät, habe mich jetzt nicht so beeilt. Hoffentlich hat Mark nicht den ganzen Kaffee weggesoffen. Also ist einfach nur geil hier zu wohnen. Ich wohne ja noch direkt vor der Straßenbahn, aber hier ist wirklich, hier ist Ruhe. Hier sagt der Fuchs dem Specht gute Nacht. Heute gibt es lecker Kaffee in der Küche. Lecker Kaffee, schmeckt super gut. Vielleicht liegt es auch an dem Zug, vielleicht liegt es auch an der guten Kaffeemaschine. Man weiß es nicht. Ja, ich habe mein Auto zurück und bin wieder zu Hause. Das war's. Und ich bin hier jetzt raus.